meine große Schwester, die Julia. Die zieht heute ein richtig doll schönes Kleid an. In ihrem Kleid sieht sie fast so aus, als würde sie heiraten. Tut sie aber nicht. Sie hat heute Erstkommunion. Es ist ein ganz besonders wichtiges Fest in der katholischen Kirche. Und deshalb macht sich Julia ganz fein. Hallo, das bin ich. Ich bin die Kaya und bin 5 Jahre alt. Und weil die Julia als Erstkommunion hat, ziehe ich mir auch ein richtig schönes Kleid an. So. Mit einer großen Schleife auf dem Rücken. Gut. So. Guck. Und auch ich kriege einen Blumenkranz für die Haare. In der Kirche zieht Julia noch eine Albe über. Das ist dieser weiße Mantel. So. Fertig. Okay. Wir sind nämlich katholische Christen. Und das ist unsere Kirche. Da gehen wir jeden Sonntag zum Beten hin. Wenn Kinder so alt sind wie die Julia, dann feiern sie Erstkommunion. Zuerst bekommen die Kommunionskinder die Kerzen angezündet. Dann machen sie sich mit dem Weihwasser ein Kreuzzeichen. Dazu spielt die Kirchenorgel schöne Musik. Ich setze mich neben meine Oma. Wir sind schon ganz aufgeregt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt stellt sich Julia mit den anderen Kindern in einer Reihe auf. Direkt neben den Altar. Das ist der Tisch in der Mitte. Dann kommen diese Glöckchen. Die klingen so schön. Auf die freue ich mich immer schon richtig doll. Die kommen in jeden Gottesdienst, wenn etwas ganz Besonderes passiert. Wieder die Glöckchen. Bei der Kommunion kriegt man eine Hostie zum Essen. Das ist eine kleine Oblate, wie beim Backen. Nun hat der Pfarrer diese Oblate geweiht. Sie erinnert uns an Jesus Christus. Das ist unser Gottessohn. Heute darf Julia zum allerersten Mal eine Hostie essen. Wenn sie die Hostie essen, denken alle an Jesus. Und dann das, was er für uns getan hat. Dann ist die Erstkommunion zu Ende. Und jetzt sind alle anderen dran. Weil ich noch zu klein bin, bekomme ich keine Hostie. Aber der Pfarrer segnet mich. Wenn ich alt genug bin, will ich auch Kommunion feiern. Darauf freue ich mich jetzt schon ganz doll.